Das ist die Pia, 7 Jahre jung, und ihr Bruder Phil, der ist 10. Und beide kommen aus Dresden. Herzlich willkommen, ihr zwei. Mensch, ihr seid ja richtig toll vorbereitet mit der Bäckermütze und hier das Nudelholz. Oh, hoffentlich nutzt du das auch wirklich nur zum Keksebacken. Kommt mit nach vorne, ihr beiden. Und ich glaube zu... Und du guckst, ich muss überhaupt keine Angst haben. Ich glaube zu wissen, was ihr singt. Wenn ich eure Requisiten hier mir so anschaue, dann hat das was mit Backen zu tun. Aber ganz kurz vorneweg möchte ich von euch wissen, warum habt ihr euch beworben, heute hier zu singen? Meine Mama hat einfach... Ja, das ist immer oft der Wunsch der Eltern. Ja, da melde ich dich an und da gehst du hin und wehe nicht. Nein, ist natürlich sehr, sehr schön. Und du freust dich auch auf Silvia? Ja, schön, dass du davor kommt. Ruhig ein bisschen näher. Ein bisschen näher in die Mitte. Wunderbar, das reicht, dass man euch sieht. Und ich gehe mal lieber ein bisschen aus dem Weg, sonst landet das Nudelholz noch bei mir auf der Nase. So, ihr Lieben. Pia und Finn aus Dresden, 7 und 10 Jahre alt. Geschwister mit, na, wie kann es denn besser sein? In der Weihnachtsbäckerei. Oh! In der Weihnachtsbäckerei gibt so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knirsch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept? Verschleppt. Na, dann müssen wir es packen. Einfach frei nach Schnauze packen. Schmeiß den Ofen an und ran. In der Weihnachtsbäckerei gibt so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so manche Fisch einen riesen großen Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Brauchen wir nicht Schokolade, Honignüsse und Zuckerrohr und ein bisschen Zimt, das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren, da sind die Finger rein, du Schwein. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knirsch eine riesige große Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Ja, wunderbar. Und das war's. Es sind noch 24 Strophen. Ja, klar, es ist zu Ende. Natürlich, wenn ihr unbedingt möchtet. Uns hat's gefallen, wisst ihr aber nicht. Das sind wir zu Ende, natürlich, wir wollen auch nicht unterbrechen. Nicht das Klatschen, ihr Lieben, ihr seht, wir bringen sie durcheinander. 48 Strophen. Ja, was denn los? Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Beten. Sind die Finger rein, du Schwein. Das ist überhaupt kein Problem. Wunderbar habt ihr das gemacht. Ja, das ist ganz, ganz prima. Wisst ihr, uns geht es doch darum, dass ihr den Mut beweist, hier auf der großen Bühne zu stehen und den Menschen Freude zu machen mit eurem Lied. Und das habt ihr gemacht. Das habt ihr gemacht. Guck, hier ist euer Applaus. Und eure Mutti hat es ganz genau richtig gemacht, was sie euch hier angemeldet hat. Denn ohne euch wäre der Nachmittag nur halb so schön gewesen. Das kann ich euch versprechen.